Lüge gegenüber dem FBI. Trump schweigt nach FLYNNS Geständnis. Stand 2.12.2017, 11 Uhr, Seitenanfang. Anhänger von US-Präsident Trump spielen das Geständnis seines Ex-Sicherheitsberaters Flynn herunter. Gegner sehen in dessen Lüge gegenüber dem FBI ein Indiz, das weit mehr hinter den Russland-Kontakten steckt. Trump selbst schweigt auffällig. Von Jan Bösche, ARD-Studio Washington. Kein Wort des Präsidenten über das Schicksal von Michael Flynn. Donald Trump hielt selbst bei Twitter die Finger still, obwohl er doch sonst schnell seine Meinung in alle Welt verschickt. US-Präsident Trump schweigt bislang zu FLYNNS Geständnis. Im Wahlkampf war Flynn ein wichtiger Berater des Präsidenten. Trump verteidigte ihn, selbst, nachdem er ihn als nationalen Sicherheitsberater entlassen hatte. Flynn gehörte zum engen Kreis der Trump-Berater. Dass er jetzt mit dem Sonderermittler zusammenarbeitet, sei eine große Sache, sagte der frühere Geheimdienstkoordinator James Clapper bei CNN. In diesem Land setzt sich das Gesetz durch, das ist wichtig. Kein guter Tag für das Weiße Haus. Flynn war kein Kaffeeholer. Das ist kein Scherz, kein Facke. Das ist echt. Flynn gibt Lüge gegenüber dem FBI zu. Michael Flynn hatte sich gestern für schuldig erklärt, das FBI angelogen zu haben. Er hatte verschwiegen, dass er mit dem russischen Botschafter über Sanktionen und UN-Resolutionen gesprochen hatte, bevor die Trump-Regierung ins Amt kam. Gleichzeitig erklärte er sich bereit, dem Sonderermittler zu helfen, das sei im besten Interesse seiner Familie und des Landes. US-Sonderermittler Müller muss prüfen, ob es Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland gab. Der konservative Kommentator Ben Shapiro sagte bei Fox News, das Trump-Team kann sagen, wenn das alles ist, was ihr habt, das FBI anzulügen über Gespräche, die nicht illegal waren und politisch nicht problematisch, dann ist das eine Hexenjagd. Die zentrale Frage für Sonderermittler Robert Müller ist, gab es eine Absprache von Trumps Wahlkampfteam mit Russland, um die Wahlen zu beeinflussen? Flynn ist bereits der vierte Angeklagte aus Trumps Wahlkampfteam und der zweite, der sich selbst für schuldig erklärt hat und mit dem Sonderermittler kooperiert. Dann verbergen sie etwas Großes, die demokratische Strategin Mary Anne March sagte, fast jeder hat gelogen, wenn es um Russland geht. Man muss sich fragen, warum? Wenn Sie